Guten Abend. Entspannt einkaufen mit dem 2G-Bändchen. Auch in Sachsen-Anhalt setzt sich das bunte Band in den Innenstädten durch. Seit heute läuft das Konzept in Halle und Wernigerode. Das ist ein Thema bei uns. Außerdem. Beim Shoppen gilt Maske natürlich, plus Handy, plus Personalausweis. Am besten alles griffbereit, damit es schnell geht. Und das jedes Mal, wenn man ein Geschäft betritt. Seit im Einzelhandel die 2G-Regel gilt, überlegt man zweimal, muss ich da wirklich rein? Die Lösung soll so aussehen. Das sogenannte 2G-Bändchen. Seit heute ist es auch in Halle und Wernigerode im Einsatz. Eine zugegeben kleine Mühe im Vergleich zu der Aufgabe, die jetzt vor dem Bundestag liegt. Seit heute wird über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Die einen sind unbedingt dafür, die anderen strikt dagegen und wieder andere einfach nur ratlos. Eine harte Debatte liegt vor den Abgeordneten. Marc Burgemeister schaut nach Berlin und auf die Corona-Lage bei uns im Land. Seit fast 2 Jahren kämpfen wir nun gegen diese Pandemie. Und wer hat damals auch nur geahnt, was vor uns liegt? Erinnern Sie sich, bis Mitte März 2020 war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland ohne nachgewiesenen Corona-Fall. Ja, lang, lang ist's her. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich online die große Mühe gemacht und eine Corona-Chronik verfasst. Wirklich lesenswert und zu finden auch in unserer App. Bei der Durchsuchung mehrerer Gebäude in Halle sind am Dienstag 3 Männer im Alter zwischen 34 und 37 Jahren festgenommen worden. Sie sollen über einen längeren Zeitraum mit Drogen im großen Stil gehandelt haben. Um ihre Kommunikation zu verschleiern, hätten sie sogenannte Krypto-Handys benutzt. Das teilte heute die Polizei mit. Den Ermittlern gelang es, die verschlüsselten Botschaften zu knacken. Vor Ort stellten die Beamten 750.000 Euro Bargeld, einen 5-stelligen Betrag Falschgeld, Waffen sowie knapp 8 Kilogramm Cannabis sicher. Und wir bleiben in Halle. Dieser Fall hat für viel Aufsehen gesorgt. Ein junger Mann soll am 14. Dezember 2019 an einer Fußgängerampel eine 43-jährige Frau überfahren haben. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Heute war Prozessauftakt. Bei Osterburg im Landkreis Stendal ist es am Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem gleich 4 Autos beteiligt waren. Die Inflationsrate ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Preise steigen, das merken vor allem die Menschen, die ohnehin nicht viel im Portemonnaie haben. Da steigt die Not und auch die Motivation, auf die Straße zu gehen für einen besseren Tarifvertrag. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat heute bei einem Autozulieferer in Gardelegen einen Warnstreik organisiert. Zweifellos ist es eine der großen Fragen. Wie können wir unser Leben nachhaltiger gestalten und weniger verschwenderisch sein? Eine zentrale Rolle spielen Lebensmittel. Denn viel zu viel Essen wird viel zu früh weggeworfen. Und schuld daran ist auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Seit Jahren wird das MHD, wie es kurz heißt, kritisch gesehen. Die Europäische Union will das Label in diesem Jahr reformieren. In Halberstadt werden schon heute Lebensmittel gerettet, die laut MHD abgelaufen sind. Und morgen geht es dann um das Thema nachhaltig reisen. Sven Stephan besucht den Ort, der das erste nachhaltige Reiseziel in Sachsen-Anhalt werden möchte. Was das im Detail bedeutet, das sehen Sie dann morgen bei uns. Ja, und Heb auf hat was, gilt nicht nur für Lebensmittel. Produkte von früher zu hegen, zu pflegen und auch zu nutzen, ist nachhaltig. Hinzu kommt, viele Menschen lieben einfach alte Dinge. Alte Schallplatten, den guten alten Gameboy. Nur warum eigentlich? Dieser Frage sind die Reporterinnen und Reporter von Exakt die Story nachgegangen. Den Film gibt es heute Abend, 20:45 Uhr. Und einen kleinen Ausschnitt gibt es jetzt. Schade, ich würde ihn ja sonst auch nehmen. Na gut, unsere Reise geht weiter ins untere Saaletal nach Dobbes. Der kleine Ort ist ein richtiges Künstlerinnen- und Künstlerdorf geworden. Töpfer, Papierkünstlerinnen, Schmuckdesigner, Malerinnen, Grafiker, sie alle findet man in Dobbes. Auch die Töpferin Susanne Schröder ist dort zu Hause. Sie kam aus Ostfriesland nach Sachsen-Anhalt. Warum, erzählt Anja Nitschitzki. Hans-Günther Pölitz ist politischer Kabarettist. Einer der besten Deutschlands, glaubt man den Kritikern. Er ist der geistige Kopf der Magdeburger Zwickmühle. In der DDR war er Autor und Kabarettist bei den Magdeburger Kugelblitzen. Und heute wird er 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass blickt er zurück auf eine Laufbahn, die während seines Pädagogikstudiums in Zwickau begann.
Für den Halleschen FC läuft es in diesem Jahr nicht so gut. Letzten Samstag die Niederlage in Braunschweig, dazu ein aberkanntes Tor. Gestern dann die kurzfristige Spielabsage von Viktoria Berlin aufgrund von Corona-Fällen. Sportlich wie wirtschaftlich ist das für den Verein gelinde gesagt suboptimal. Der Frust sitzt daher tief beim HFC. Aber es nützt nichts, es muss weitergehen. Deshalb geht der Blick in Richtung Samstag zum Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Und Allergiker werfen im Moment kritische Blicke Richtung Haselnussstrauch. Erste Früchte sind zu sehen und das heißt, die Pollen fliegen. Auch wenn wir erst Ende Januar haben, die Pollensaison 2022 hat bereits begonnen. Mehr dazu jetzt von Susanne im Wetter. Und passend zum milden Wetter gibt es die ersten gelben Blüten im Rote Horn Park in Magdeburg. Die Winterlinge trauen sich aus dem Boden und versprühen einen Hauch von Frühling. Dieses Bild hat Burkhard Pitschmann aus Lostau gemacht und uns geschickt. Es ist ein richtiger Hingucker bei dem dauergrauen Wetter da draußen, finde ich. Vielen Dank also. Wir freuen uns über mehr Frühling und über mehr Bilder natürlich. Einfach bei uns hochladen. Und hier noch ein aktueller Zwischenstand vom Fußball. Drittligist 1. FC Magdeburg führt nach knapp einer halben Stunde 1:0 beim MSV Duisburg. Torschütze war Neuzugang Tatsuya Ito in der 10. Spielminute. Mehr zu dieser Partie morgen Abend bei uns. Naja, und das war's von uns für heute. Weiter geht's mit MDR aktuell. Auch dort ist ein Thema die Debatte im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht. Bis morgen. Tschüss.